So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, dann spielen wir heute noch eine weitere Runde Spider-Man. Okay, wollen wir mal gucken. Machen wir einen Netzsprint. Ja. Wunderbar, klappt doch. Das müssen wir anscheinend jetzt noch ein paar Mal machen. Aber das läuft ja. Das läuft ja richtig gut. Okay, jo. Nochmal. Zack, geht doch. So. Wunderbar. Und jetzt die Hausmann nach oben. Nee, kein? Doch, okay. Wow. Hey, das geht echt ab. Ich muss zu der Baustelle, wenn ich diesen Herman Schulz finden will. Ja, dann machen wir uns doch mal ab zu der Baustelle. Ja, so langsam hat man den Dreh raus und nach unten. Wunderbar. Jetzt, wo die Cops erledigt sind, haben die Crews in der Stadt kaum noch Waffen. Das ist ein eindeutiger Vorteil für uns. Du meinst uns? Her damit, dann lebt ihr vielleicht weiter. Wie wär's, wenn ich die Waffen nehme? Ich denke nicht, dass ihr verantwortungsvoll damit umgehen könnt. Ja, das denke ich auch. Also feuer frei. Findet die Kisten. Ja, das kriegen wir doch hin. So, zwei, drei Stück. Okay. Okay. Feuer frei. Was für ein Gewässer, dass ich es kaputt machen muss. Ah, warte mal, halt, nein! Oh, kontern! Kontern, kontern. So, komm. Zack, bam. Ich wette, das findest du eklig. Das nein. Finde ich lustig. Hoppala. Ja, super. Und hin und zurück. Maschinengewehr, ich will ehrlich zu dir sein. Du bist echt mies in deinem Job. Gib's zu, sogar du bist beeindruckt. Hey, willst du mein Ernst? Okay, und und jetzt machen wir den mal hier richtig platt. So. Ich muss hier gerade, war hier gerade mal so ein bisschen konzentriert bei der Sache, weil das kann doch nicht sein, dass ich hier so viel Leben verliere bei den paar Gegnern. Ich habe noch zwei Kisten vor mir. Nein, so ein bisschen kontern. Nein, hör auf mich zu schlagen. Alles verletzt und kein Ausweg. So, geht doch. Wunderbar. Finish him. Kiste einspinnen. Wir sind alle besser dran, wenn niemand die Munition in die Finger bekommt. Ja, das denke ich aber auch. So, da unten haben wir noch eine Kiste. Wenn ich mich konzentriere, finde ich vielleicht die anderen Munitionskisten. Möchtest du so tun, als wärst du nicht inkompetent? Okay. So. Zack. So, okay. So, nicht bewegen. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber wir können uns doch heilen. Wunderbar. Muss ich das halten irgendwo? Oh, nein, nein, nein. Wir heilen uns natürlich nicht, solange wir noch im Kampf sind. Das geht natürlich nicht. Hast du also gedacht, ich werde ein mächtig reicher Krimineller? Okay, Sache ist die. Ich habe bisher nur diesen einen neuen Batman gesehen. Es soll ja jetzt, glaube ich, noch ein neuer ins Kino kommen oder so. Ich weiß aber nicht so ganz genau, ob das jetzt schon lange der Fall war. Ob das jetzt noch kommt. Versuchen wir den Triple. Deswegen, verzeiht mir, falls ich da dann doch noch nicht so ganz auf den Laufenden bin. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ich möchte den Manager sprechen. Ist der Schutz? Keine Sorge, der findet dich. Okay. Zack. Jetzt. Ein epischer Kampf. Zu Hause nachmachen. Ist da jemand?
Ja, sicher ist hier jemand. Der wird die ganze Zeit bekämpft und dann heißt es dann, wo ist hier jemand? Okay. Zack. Habe ich nicht bereits mit dir gekämpft? Kann es sein, dass du gar keine originellen Moves drauf hast? Sicher hat er keine originellen Moves drauf. Zumindest jetzt so was Geiles, was wir hier gerade gemacht haben. So. Darum werde ich nie zu Bandenkriegen eingeladen. Ja, wunderbar, haben wir geschafft. Ich verderbe allen den Spaß. Und jetzt? Du musst schuld sein. Ich habe schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, das war untertrieben. Du willst es mit mir aufnehmen, was? Ich werde es dir nicht einfach machen. Jetzt komm schon, deine Freunde waren netter. Du hast dir gerade ein Ticket in die Hölle gekauft. Ja, oh nein, Feuer. Ich hab ja solche Angst. Dafür wirst du bezahlen. Ich würde dir gerne sagen, dass das Leben andere Optionen. So, erstmal die Waffe geklaut und fertig. Töte mich nicht wie die anderen. Wir können eine Abmachung treffen. Die anderen? Ich habe Geld, Waffen. Sag mir einfach, was du brauchst. Die leben doch noch. Ich hörte, du machst Geschäfte mit diesem Typen. Klar. Was willst du wissen? Oh, hey. Wir dürfen aussuchen. Hä, wofür steht das Tattoo? Das Tattoo? Was bedeutet es? Das ist so ein Gang-Ding. Es gibt keine Gangs mit diesem Symbol. Nur ein paar Leute haben es. Er muss so eine Art Spezialist sein. Jemand, der alles besorgen kann, wenn man dafür bezahlt. Und der jeden umbringt, der ihm in die Quere kommt. Ja. Das dachte ich mir schon. Ja, aber erzähl mir mehr von dem Bandenkrieg. Warum könnt ihr euch mit den Russen nicht einigen? Hä? Machst du Witze? Nach allem, was sie uns angetan haben? Meine Männer denken einfach, dass sie etwas tun müssen. Ist schlecht fürs Geschäft. Aber was willst du machen, hä? Es beenden. Und du sagst mir, wie... Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn du mich fragst, wird es dann erstmal nur viel schlimmer werden. Ne? Und was ist mit Bens Mörder? Wer ist der Mann auf dem Bild, ha? Carradine. Keine Ahnung, ob das sein richtiger Name ist. Er verkauft Waffen. Ohne lästige Prüfung der Personalien. Wo trefft ihr euch? Jedes Mal woanders. Man lässt verbreiten, dass man etwas kaufen möchte und schon ruft er an. Immer mit einem Prepaid-Handy. Echt paranoid, der Typ. Er muss ein schlechtes Gewissen haben. Komm schon. Wird das ein Deal? Hm? Nein, ja? Fertig machen. Fertig machen. Ja, einmal fertig machen. Wenn du den Typ auf dem Bild suchst, geh zu einem Waffenhändler in Alphabet City. Er heißt Carradine. Ich glaube, ich habe seine neue Nummer hier in meinem Handy. Halt! Mist! Hinterher! Ich war so auf die Antworten aus, dass er mich einfach austricksen konnte. Hallo, wir sind Spider-Man, der Verfolgung. Hallo? Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller wie der Kerl. Wie hat Captain Stacy immer gesagt? Die großen Fische fängt man mit den kleinen. Oh. Super. Mission abschließen. Ja, geil, dann wird unser Anzug stärker. Das ist echt schön. Das ist schön. Was haben wir noch? Ja gut, also wir haben den Anzug jetzt stärker. Okay, Upgrades. Was können wir hier? Ja, wir haben nur genug Punkte hier für die Reichweite von unserem Spinnensinn. Das, weil man jetzt mehr Erfahrung mit einem Spinnensinn hat, ist dessen Reichweite nun größer. Das ist doch wunderbar, kauf mir. Schön. Unser erstes Upgrade. Fühlt sich das nicht toll an? Naja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr Punkte. Haben wir sonst irgendwas hier? Klick mal an. Nein. Keine Nachrichten. Karten. Ja gut. Option? Nein. Keine Option? Nein. Oh gut.
Finde den Kommunikationsturm. Was ist das denn da hinten? Okay, wie schwer kann das schon sein? Es ist ein Mobilfunkmast. Er ist hoch und spitz. Naja, und es schickt lustige Laserstrahlen in den Himmel. Das ist schon ziemlich seltsam. Wann lernen die Leute endlich, dass man nicht Spider, Bindestrich, Man schreibt? Der Bindestrich ist wichtig. Ach so. Na gut, wir ignorieren das jetzt in dem Titel von dem Video. Oh, nicht gegen die Wand! Ich gehe in die Wand! Ich gehe in die Wand! Ich gehe in die Wand. So. Ich glaube, ich bin gerade vorbei schon. Bock auf den Boden. So, Wandlauf. Das ist schon ziemlich geil. Also ich möchte auch unbedingt mal so eine Wand hochlaufen. Wenn ich das könnte. Jo. Diese Typen gehen wirklich auf Nummer sicher. Ich muss die Verschlüsselung deaktivieren, um den Turm zu hacken. Vielleicht finde ich sie mit meinem Spinnensinn. Okay. Haben wir da unten einmal was? Was sind denn Spinnen, die ihn ausschalten? Das sind einmal hier die Gebäude hier neben. Okay. Wunderbar. Sind wir schon direkt angekommen. Daneben ist der nächste. Da gehen wir auch direkt mal dran. Und dann habe ich auch schon den nächsten gesehen da hinten. Wunderbar, dann machen wir einmal noch darüber. Es geht so flott. Zack. Dann mal, wo war er denn jetzt? Nee, da war doch noch einer. Machen wir nochmal hier. Der kommt von da oben hier runter. Das muss hier hinten irgendwo sein. Das war doch nicht. Nee, das muss doch hier. Hä? Ist das von hier unten oder bin ich gerade einfach nur ein bisschen seltsam drauf? Hä? Ich gehe nochmal nach oben. So, da ist noch das eine, das ist hier. Ach, da! Aha! Wunderbar. Ein Haus zu weit. Okay. Entschlüssel okay, Alpha Man City, sprich mit mir. Okay. Die Hände, bla bla. Was soll die mir denn sonst noch sagen? Nein? Heldentaten verbessern unseren Ruf. Und geben einen Boni für unseren Anzug. Das ist schön. Okay. Ja klar. Und wir sollten das auch möglichst alles tun, sonst wird unser Ruf zerstört. Okay, ab und zu, bla bla bla. Ja gut, und wir müssen halt uns beeilen. Es gibt also anscheinend auch immer einen Countdown bei den Missionen. Was willst du denn mit Waffen? Dein Ding war doch immer Brandstiftung. Ja, aber heutzutage trägt jeder eine Kanone. Man kann nicht mehr ungestört an Feuer legen, ohne dass irgendein Idiot gleich losballert. Okay, kein Problem. Komm in die Gasse hinter Jazzy Johnnys Nachtclub und hey, nur Cash. Das könnte Caradine sein. Zeit für eine kleine Clubtour. Ja, aber vorher würde ich ganz gerne. Ich weiß nicht, da ist. War dann. Ist da ein Timer für gedacht? Nein. Ja, gut, ich würde sagen, das soll erstmal für heute reichen. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben. Und, ja, bis dann. Tschüss. Rein, wieder in die Wohnung. Du musst die Geister sehen, damit du auch schön verrückt wirst. Nein, nicht außen rum gehen. Nicht außen rum gehen.
Es ist nur noch hier die eine jetzt. Die müssen wir in die Wohnung kriegen.